Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included, Episode 4. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Ach, das Spiel macht mir echt Spaß. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Wir sind jetzt so ein bisschen dabei, natürlich dabei, die Sachen vorzubereiten, die wir die letzten Male auch schon vorbereitet haben. Das ist nicht ganz so interessant eventuell für ein paar Leute. Aber ich... Oh ne, das reicht noch nicht. Abbrechen. Also wir versuchen hier diesen Bereich mit Wasser zu füllen. Das hat dann nämlich den großen Vorteil, dass es gar keinen Austausch mehr im Endeffekt an den Gasen geben kann. Weil ich bin mir nicht sicher, hier ist der Druck... Eigentlich ist der Druck hier ziemlich hoch. Also es ist nicht anzunehmen, dass das Zeug sich hier reindrückt. Aber ich will einfach versuchen... Ah ja, hat aktualisiert und fällt jetzt wieder zurück. Okay, gut. Nachteil ist, wenn ich meine Leute hier durchschicke, dann bekommen sie halt einen kleinen Debuff, der theoretisch Stress verursachen kann, ne? Nasse Füße. Dazu kommt, dass sie sich dann immer die Beine schütteln, nachdem sie durchgegangen sind, was natürlich ihre ganzen Aktionen ein klein bisschen verlangsamt, was natürlich auch nicht perfekt ist. Aber ich glaube, damit werden wir leben können. So, ich... Probier mal was. Und zwar werde ich mal zur Sicherheit hier ein kleines Algenterrarium hinsetzen. An sich müsste der Sauerstoff hier in diesen Bereich hin aufsteigen. Und sollte damit eigentlich dafür sorgen, dass dieser Bereich, in diesem Bereich das nicht aufsteigt. Wir werden experimentieren müssen. Aber so kriege ich hier unten ein bisschen Sauerstoff hin, sodass die Leute hier eventuell ein bisschen atmen können. Wir können das nochmal ein bisschen einschränken, indem ich hier... Machen wir es mal hier... noch mal eine Decke hinsetze, so. Dann sollte sich der Sauerstoff hier in diesem Bereich sammeln. Und ich meine, das Kohlenstoffdioxid, das das Ding hier verbraucht, das ist ja eine relativ geringe Menge. So, damit kann sich hier oben nämlich Sauerstoff ansammeln. Das heißt, wenn die Leute hier in diesem Bereich arbeiten und ich ihnen später hier Aufträge gebe, die sie ja hier rüberführen sollen, dann reicht das hoffentlich aus, damit, ich nicht die Problematik habe, dass hier der Sauerstoff dauernd in die Pilzlager reinkommt. Müssen wir mal gucken, wie wir dann die Pilzlager eventuell noch zusätzlich davor schützen können oder so. Muss ich mir mal was einfallen lassen. Aber ich denke mal, ja, woanders als hier kann ich die Pilzlager eigentlich gar nicht machen. Hier hat sich schon mal ein bisschen Sauerstoff wieder verfangen. Das ist natürlich nicht so cool. So. Ja, der produziert relativ viel Sauerstoff, sehe ich. Es droht dann immer wieder hier schon rüber zu rutschen. Wow, das geht aber schnell. Überrascht. Naja, gucken wir mal. Meine, andererseits, wenn wir es hier... Wir müssen dann vielleicht... Ja, wenn wir einmal hier richtig Kohlenstoffdioxid reinkriegen und dann hier einfach den Bereich so bauen, dass der Sauerstoff hier eigentlich nur dran vorbeizieht, dann sollte das auch nicht das Problem sein. Wir werden mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das hier stört mich halt momentan noch. Wie kriege ich dieses Chlorgas da weg, ohne dass ich halt irgendwie da komplett den Zugang verliere? So. Das könnte man machen. Ich baue das erstmal hier sozusagen ein. Der Bereich hier dürfte mir für eine schöne Pilzfarm schon völlig dann eigentlich genügen. So. Hier ist irgendwie eine kleine Sauerstoffblase, eine minimale. Wahrscheinlich von vorher mal, als ich mich darunter gebaut habe und dann noch Sauerstoff war zu dem Zeitpunkt. Na toll, ich habe vergessen, dass die... Wieso wird der Ziegel da oben nicht gebaut? Ich hätte gerne... Ist der Ziegel hier oben? Arg. Der Ziegel hier oben. Vielleicht auch mit einer erhöhten Priorität gebaut wird. Guck mal. Ich lasse ihn mal als nächstes bauen. So, hier in dem Blumentopf. Wir haben nur Strauchsamen. Sporenblütensamen. Zombiesporen? Nö, danke. So, wie sieht denn hier jetzt der Bereich aus?
120, 120 im gesamten Bereich gelten einfach 120. Okay, hier ist 117. Auf dem Stuhl ist 117. Allerdings, der Schutt hier unten, der sorgt auch noch für einen ordentlichen Abzug. Schutt wird auch so langsam mal abtransportiert, auch wenn ich noch keine gro wirklich großartigen Träger habe, ehrlich gesagt. So. Dann das hier. Ja, dann machen wir hier mal weiter. Das da und das da. Ich baue den Bereich halt erstmal ein. Wir lassen uns das später einfallen, was wir damit genau machen. So. Der Koch, na klar. Ich meine, er kocht auch noch nichts. Ich habe nicht einen Kochauftrag bisher gegeben, ne? Ich müsste mal einen Matschriegel wieder in Auftrag geben. Damit ich dann dem hier sagen kann, wenn Matschriegel da sind, dann immer gleich verarbeiten. Eingelegte Mahlzeit. Was hat die für... Mehlläuse 1800. Aber das ist doch genauso schlecht wie eine Meerlaus an sich, oder? Sie verbraucht 1600 und... Na gut, ist dann 1800 wert. Das ist nicht schlecht und verbraucht sonst nichts. Ich glaube, die normale Mehlaus... Warte mal. Habe ich hier irgendwie die Möglichkeit? Mehlaus? Ist nämlich auch grässlich. Wir bräuchten halt dreimal Mehlaus, damit wir einmal dieses Zeug hier produzieren können. Und produzieren dabei 200 Kalorien mehr. Das wäre ja nicht schlecht. So. Und du kannst mal einen frittierten Matsch machen. So. Und du... Ja, machen wir mal forever. So. Sehr gut. Einfach, wenn wir welchen da haben, dann möchte ich, dass er halt auch dann gleich verarbeitet wird zu was etwas Besserem. Forschung ist fertig. Glaube ja. Das war das hier zuletzt, ne? Ja. Okay, sehr gut. Prima. Und wieso machst du hier nicht weiter? Keine Priorität drauf. Dann machen wir mal eine Sechser-Priorität. So, hier haben wir jetzt eine gute Menge Sauerstoff. Das heißt, das ist auf jeden Fall dann der Punkt, auf den die halt zurückkommen können und sich dann halt hervorragend dann erstmal festhalten können. Ich muss hier wahrscheinlich wirklich 1000 Wasser drin haben, damit dann der Bereich hier drüber tatsächlich dann halt so ein Wasserbehältnis bleibt. Ich glaube, das ist jetzt gerade das, worum ich mich kümmern muss. Es dauert natürlich ein bisschen. Die werden mit einem Mal maximal 200 oder sowas wahrscheinlich hier rüber schaffen. Viel mehr wird das nicht sein, was sie mit einem Mal wahrscheinlich holen können. So, du wirst mal abgeschaltet. Weil der geht halt andauernd an und setzt dann aber immer nur Kleinstmengen rein. Nämlich immer nur das, was der hier gerade abgeben kann. Was aber andauernd wahrscheinlich nicht sehr viel ist. Ah doch, er geht dann immer gleich in 10 Kilo Stücken raus. Aber trotzdem können wir den mal dann jetzt abbrechen, denke ich mal. So. Damit kann sich mal vielleicht was erholen. Ja, jetzt fühlt sich's tatsächlich mal ein bisschen. Cool. Sehr schön. So. Prima. Und wir kommen hier oben auch voran. Allerdings fehlt uns immer noch das Gold. Aber das Gold kriegen wir ja hier. Richtig. Das war ja so, dass wir das da kriegen. Ja, da sollte keine Leiter hin. Ark! So, Sekunde. Jetzt pausiere ich mal. So. Außerdem ist ja gerade auch noch ein... Habe ich gerade noch gehört, dass das... unser Tor schon wieder aktiv ist. So. Und hier ist ein bisschen Schmutzwasser. Ja gut, das können wir dann weggraben, denke ich mal. 1000 Kilogramm, das wird sich jetzt hier gleich auf dem Boden ergeben. Und dann können wir es einfach wegwischen, das ist okay. So, und ansonsten müssen wir uns auch noch dahin durchgraben. Jetzt haben wir hier Sedimentgestein, das ist auch nicht schlecht. Was ist hier für... Verschmutzter Sauerstoff in dem Bereich? Wegen dem verschmutzten Wasser hier unten. Ich muss endlich mal was finden, wo ich das reinkippen kann.
Das kann so nicht weitergehen. Nee. Den Bereich lassen wir mal nochmal. Da kommt Boden hin. So, erstmal zumindest. So. 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 Das wird nochmal umgebaut, aber so habe ich jetzt erstmal die Möglichkeit, die Sachen freizuräumen. Blaupause. Wir hätten frittierte Pilze, Schmutzwurzeln. Wir hätten jemanden, der Mundatmer ist und eine kleine Blase hat. Mundatmer mag ich nicht. Bauerntölpel, Maulwurfshände, Athletik, Kochen. Stärke, Kreativität, Kochen. Ich meine, am Anfang waren die halt, fand ich die halt nicht gut, aber später könnten das halt echt sinnvoll sein, wenn man die hat, weil die viele unterschiedliche Aufgaben übernehmen können, weil sie ja Bonuspunkte auf ihre Moral kriegen. Aber gefallen tut der mir halt nicht mit zwei Nachteilen. Ne, wir nehmen natürlich die frittierten Pilze. Die sind viel besser. So, du bist hiermit fertig. Na gut, dann bekommst du verbesserte Tragfähigkeit. Sie bekommt die verbesserte Viehzucht, die wir immer noch nicht erforscht haben. Aber wir sind jetzt auch gerade noch dabei, die Automatisierung zu erforschen. So. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich auch das Gold, was ich haben wollte. So, Lüftung. Gaspumpe. Der Vorteil bei dem bei dem Gold ist, dass es zu 50% höhere Überhitzungstemperatur hat. Das heißt, es kann 50 Quatsch, ja doch 50 Grad, 50, nicht 50%, 50 Grad höher erhitzt werden als andere Materialien. Und das bedeutet, dass wir hier weniger Risiko eingehen, dass halt irgendwas dafür sorgt, dass die Sachen nicht vernünftig funktionieren. So. Nee, das machen wir erst, wenn das hier oben alles aufgewischt ist. So, da sind sie jetzt endlich mal fleißig dabei. So, sehr gut. Prima. Dann Strom. Wir brauchen den Wasserstoffgenerator. Hier ein und da ein. Der kann auf normalen Ziegeln stehen. So. Dann brauchen wir Sanitär. Nee, veredeln. Wir brauchen den Flüssigkeitsfilter. So, wie war denn das? Der Flüssigkeitsfilter musste auch an einem anderen Stromnetz mit dran sein, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, hier kommt der hin. Strom. Das hier verbinden. So. Das hier kann hier verbunden werden. Dann brauchen wir hier oben einen kleinen Transformator. So. Will ich gleich? Ich glaube, ich mache den Durchbruch nach unten gleich. So. Zack. Und dann baue ich gleich hier unten eine Flüssigkeitspumpe hin. So. Da wir jetzt doch relativ viel in den Bereich mit diesem Zeug hier reingehen, sollten wir A dafür sorgen, dass hier oben Lufterfrischer stehen. Und B sollte ich vielleicht darüber nachdenken, sicherheitshalber mal ein ganz minimalistisches Krankenhaus aufzubauen. Nur ganz klein bisschen.
Dafür brauche ich Krankenbett. Achso, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, hier ist ungünstig. Wo will ich das Krankenbett am besten drin haben? Also wenn ich hier... Ich denke mal, ich werde hier die neue Toilette einbauen. Bereite ich jetzt auch schon mal vor. Zack, zack, zack. Dann kommt hier die Toilette hin. Der Vorteil, wenn ich das halt hier jetzt hinziehe, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist, dass ich nicht aufpassen muss, wie ich das da jetzt abreiße und dann gleich das nächste mache und sowas. Sondern ich kann halt da relativ entspannt mit umgehen. Das ist eigentlich ganz cool. So. Das darf mal nach unten durchgezogen werden. Dann wird das hier oben weggerissen und gleich zugebaut. So. Ja, was ich mit dem Bereich hier anstelle, weiß ich noch nicht. Muss ich mal... doch, da kommt... Genau, da kommt ja unsere Wasseraufbereitungsanlage im Endeffekt rein. Das ist ja eigentlich... Ja, ja, das passt mir gut. Ja, das, ich hatte die Idee schon. Und jetzt finde ich, dass es auch eine gute Idee ist. Weiterhin. Ich glaube, ich gehe gleich mal auf mehr Toiletten. So. Nein, du nicht. Du. Dann, Strom, Sanitär, Sanitär. Toilette. 1, 2, 3, 4. Dusche, 1, 2, 3. Ah, das könnte jetzt zu groß sein. Wenn ich das jetzt so baue, ist der Bereich eventuell zu groß. Warte mal, das muss ich jetzt mal ganz kurz dann gleich nochmal nachrechnen. Ich glaube, ich darf maximal auf 96 kommen. Und so komme ich auf 17 mal 4, 28 und 40 sind 68. Das wäre ja noch völlig in Ordnung. Mal gucken. F11. Waschraum. 64. Was habe ich jetzt gerade gesagt? 17 mal 4, 68. Das sind 4 zu groß. Das heißt, ich müsste hier auf diesen kleinen Zwischenbereich verzichten. Dann geht das. Ah, Toilette. So. Zack. Die Tür rein, dann kommen die Duschen. Wir könnten zur Verbesserung des Aussehens... So, es muss, glaube ich, eine Lampe rein, ne? Kommt hier eine Lampe rein. Da kommt dann gleich die Deckenleiste hin. Apropos, hier fehlte mir auch noch irgendwo eine, ne? Genau, da. So. Und hier... Dann machen wir zack. Und dann haben wir da auch ein bisschen Aufhübschung. So, die jeweils nach rechts raus. Damit haben wir auf jeden Fall erstmal genug Toiletten. So. Dann die Duschen. Ah, zack, zack und zack. Dann können wir hier Möbel nochmal eine Skulptur setzen. Zack und zack. Prima. Und hier nochmal Türen, beziehungsweise nicht nur Türen, sondern halt auch das hier. So. Und dann kommt hier oben veredeln das Ding hier rein. So. Grün ist ja der Ausgang. Das heißt, so wird am günstigsten sein, denke ich mal. Dann geht hier der Ausgang lang. Kann die alle versorgen. Das sieht doch gut aus. So. Zack. Hier ist dann das, was bei denen rauskommt. Und das geht dann hier hoch. Und das ist gerade doof, was ich mache, weil ich brauche auf jeden Fall isoliertes Material, weil das wird auf jeden Fall hochheizen nach und nach. So.
Okay, das hätten wir soweit schon mal. Hier oben der Bereich, der muss noch bauen. Wir geben einfach gerade wieder zu viele Aufträge. Und was ich dringend brauche, ist veredeln. Ich brauche etwas verbessertes Metall. Kupfer wird wahrscheinlich reichen. Obwohl das Ding hier, das sollte sicherheitshalber mal aus veredeln, haben wir es? Aus Gold gebaut werden, wenn wir das können. Ja. Das sorgt für mehrere Vorteile. Zum einen sorgt es dafür, dass das Gold halt eine höhere Überhitzungstemperatur hat. Und zum anderen haben wir den Vorteil, dass das Ganze weniger schlecht aussieht, weil das Ding hat schon einen negativen Einfluss, einen ziemlich starken. Und Gold reduziert den halt ja um 50%, weil es gibt 50% bessere Wertung. Das bedeutet, bei denen, die eine schlechte Wertung haben, nimmt es 50% weg. Ich weiß jetzt nicht, ob etwas, was furchtbar aussieht, besser aussieht, wenn es aus Gold ist. Aber hey, ich hab sowas auch nicht. Ne? Ist vielleicht einfach nur mein Ich, was sich dagegen sträubt. So, sehr gut. Ah, jetzt bist du auch endlich mal da beschäftigt. Das ist schön. So. Und dann können wir tatsächlich später hier angraben. Da haben wir eine große Menge Wasser, die dann rüberkommt. Wir können das hier angraben. Es ist, hier haben wir auf jeden Fall jetzt. Boah, da sind wir wieder für eine Weile mit Sauerstoff dann versorgt, sobald wir das Ding hier fertig haben. Das ist super. Das ist richtig gut. So, wie viel Tonnen Alge haben wir noch? Jetzt haben wir 30,1 Tonnen. Okay, wir haben eine Menge Algen nochmal freigegraben irgendwo. Oh. Ja, genau so sollte das aussehen. Ark! Verdammt, das ist ein bisschen sehr viel geworden. Ernsthaft, du hast das nochmal gemacht? Ich gebe schon den Abbauauftrag und der packt das da trotzdem noch mal hin. Das ist ja super. Das ist alles zu viel Flüssigkeit. Naja, gut. Und hier unten. Tja. Gucken wir mal, wenn ich das hier weggrabe, ob ich dann das hier aufwischen kann. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Ja, den habe ich zu lange vergessen. Die Idee bleibt, das ist eine relativ gute Idee, aber schlecht umgesetzt gerade von mir. Basteln, Kreativität. Basteln wäre eigentlich gut, jemand für Basteln zu haben. Wir haben aber schon einen Ersatzmann für Kreativität. Das da würde ich nicht so gerne noch jemanden nehmen. Lernen und Kochen. Magen aus Stahl, Nudelarme. Den nehmen wir tatsächlich, weil wir einen zweiten Forscher brauchen können. So. May, super schweres Graben, sehr schön. Ich hoffe, du magst das. Hier, dann mit dem ganzen Lärm von der Pumpe und so. Ah, es wird dir bestimmt gefallen. Muss dich da bestimmt wohlfühlen. Garantiert. So. Der hier ist immer mal wieder am Ackern. Wahrscheinlich von dem ganzen Zeug, was hier von hier unten kommt. Was mich dazu bringt, ich muss hier einen Weg reinfinden. Das bedeutet, hier mache ich mal zu. Dann werde ich hier auch Kompost hinstellen. 1, 2, 3, passt ja gut. Und dann werde ich hier einen Bereich bauen, mit dem ich nach unten komme. So. Viererbereich, das sieht gut aus. So. Und dann lasse ich das da einfach reinplumpsen. Klar, dadurch wird das Wasser völlig verschmutzt, aber gibt Schlimmeres. Wenn ich was Gutes wüsste, wie ich es vermeiden könnte, würde ich es machen, denke ich mal, aber mir fällt jetzt nichts ein. Ich habe keinen Bock mehr,
da was jetzt großartig Besseres zu überlegen. So, damit kann ich hier auf jeden Fall schon mal mein Dreckwasser reinplumpsen lassen. So. Den Stein könnt ihr auch wegnehmen, ruhig. Sehr gut. Wir haben das immer noch nicht erforscht. Wie sieht es hier mit der Forschung aus? Sieht gut aus. Aber uns fehlen noch die isolierten Rohre. Die hätten wir dann hier. Präzisionsklempnerei. Espressomaschine. Weil das gehört natürlich zur Klempnerei, eine Espressomaschine. Ist natürlich klar. Ist jedem klar. Ich meine, ich kenne den Grund nicht, aber es ist mir natürlich klar. So. Supi. Dann können wir hier nämlich endlich mal das Dreckwasser reinplumpsen lassen, was hier sich so angesammelt hat. Was ist denn da passiert? Das ist ja wirklich... Da hat ja wirklich jemand die Blase nicht halten können. Gut, dass wir das alles so gebaut haben, dass eigentlich unseren Wasservorräten nichts passieren kann. Da bin ich richtig froh. So, wir brauchen mal Kupfer. Oder Eisen. Nehmen wir Eisen. 30. Ich hoffe, wir haben so viel Eisen da. Nein. Wir schaffen gerade mal 14 Durchgänge. Also machen wir mal hiervon 10. Und hiervon. Davon kriegen wir ein bisschen mehr hin. 30. Also dabei eben mal 3 Tonnen, die da weggehen. So. Nahrung sieht jetzt aber richtig gut aus mittlerweile. Auch wenn das meist immer noch Schmutzwurzeln sind. Krass. So, können wir das jetzt auffischen? Nein, zu viel Flüssigkeit. Arg. Arg. Und die eigentlich habe ich das hier gemacht, damit ich hier mal vorbereiten kann, darüber zu gehen. Aber ich finde jetzt gar keine Zeit dafür. Andererseits, ich habe hier auch wichtige Projekte. Lüftung. Eine Pumpe aus Gold hier in die Mitte. Dann mache ich den Bereich hier rechts auch mal zu. So. Sehr gut. Eventuell wäre es sinnvoll, wenn ich in den Bereich hier, den ich ja sowieso als Trennungsbereich mache, dass ich hier auch ein dann das ein Lager für Schleim reinmache, ne? Also von hier kommt, naja, nach einer Weile dann doch ein bisschen Schleim. Da bietet sich das ja eigentlich an. Okay, graben wir das hier mal auch weg. So. Und hier machen wir mal das. So, dann kann ich hier das hoffentlich gleich mal aufwischen. Ja, jetzt kann ich das aufwischen, sehr gut. Prima. Prima. So, dann kommen hier Schleusen gleich hin. Allerdings hätte ich gerne mal vor den Bereich leer geräumt. So. Prima. Gott, ich mache wieder so viele Baustellen auf einmal. Ne? Es ist sehr furchtbar, ist es ja. So. Wir versuchen hier dann mal doch ein bisschen Handwaschbereich jetzt einzurichten. Wie viel wir haben. Also okay. Kalorien brauche ich mich erstmal nicht weiter drum kümmern. Das läuft soweit gut. Hier soll jetzt endlich mal das ganze verschmutzte Wasser runter. So, hier stellen wir mal einen Lufterfrischer hin für das, was hier tatsächlich noch an verschmutztem Sauerstoff rauskommt. Und hier kommt ein ein Lufterfrischer hin. Damit sollten wir das hier relativ gut abbauen können. Sollte dann gut gehen. So.
Hier eine leicht erhöhte Priorität auf jeden Fall drauf. Eine 6 wäre auf jeden Fall sinnvoll. Was treibt ihr da unten jetzt? Ah, du holst verschmutztes Wasser. Das ist natürlich perfekt. So, dann. Ja, können wir mal hier anfangen. So. Bis hierhin mal vorzugraben. Ist hier noch irgendwo ein Geysir? Das klingt fast so, aber ich. Also den hier hatte ich gerade gehört. Wahrscheinlich habe ich den gehört. Auch als ich hier war. Weil ich sehe hier kein Neutrinium oder wie das Zeug heißt. Alles gut. Was ist das denn für ein abgefahrener Bereich? Oh, man sieht, dass da ein Bett steht. Und eine Art Wecker oder sowas. Okay. Wägeplatte. Das könnte ja noch interessant werden. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Ist auf jeden Fall gleich nebenan mittlerweile. Gar nicht wahrgenommen so richtig. So, der ackert jetzt halt, wenn das hier aktiv ist. Au. Der pufft. Richtig. Da war einer drin. Ups. Boah, ich würde ihn gerne am Leben lassen, ehrlich gesagt. In dem Bereich stört er mich gar nicht so sehr. Der lässt halt Schleim fallen. Selber allerdings, glaube ich, keine. Also er ist zwar markiert als Krankheitserreger. Hier. Als Schleimlungenkrankheitserreger sogar. Aber tatsächlich, er selber hat gar keine Keime. Und den Schleim, den er, glaube ich, ja, hinterlässt, ne? Der hinterlässt, glaube ich, der ist auch nicht infiziert mit Schleim, meine ich. Also ist er selber eigentlich gar kein Erreger, meine ich. Ich weiß nicht, warum er als Erreger markiert ist. Muss ich mir mal angucken. Ich bin der Meinung, dass das irgendwie falsch ist, so wie das markiert ist. So. Dann können wir das hier mal aufwischen. Sehr gut. So, damit haben wir noch mal ein bisschen mehr Eisen. Perfekt. Und hier würde ich dann sagen, kann dann Schleim gelagert werden. Und zwar machen wir auch eine leicht erhöhte Priorität, so wie es bei dem Schleim hier auch ist. Ja. Gott, 6 Millionen Keime, ne? Und der vermehrt sich sogar noch. Ich dachte, der würde sich reduzieren, wenn der hier in dem Bereich drin ist. Jetzt geht er auch runter. Ich hätte ihm gerade schwören können, dass der. Also, ja, er ist jetzt hochgegangen auf 7 Millionen, weil halt Schleim nachgekommen ist, aber egal. Das hier muss mal wieder angemacht werden, wenn ich mich nicht irre. Ja, dringend. So, okay, jetzt. Bist du gelaufen? Nein, warum läufst du nicht? Schien ist ausgeschaltet? War an! Wann habe ich mich da verdrückt? Muss ja ewig her sein. Oh, ich habe hier vergessen, vorhin Pflanzen zu drücken. Wieso? Ach so, die haben ihren Auftrag verloren, dass da drin was angebaut werden soll, als der Sand draufgefallen ist. Okay. So. Was habt ihr für ein Problem? Düngung. Also da fehlt jetzt Erde. Wir haben wieder was zu lernen. Okay, so bei dir. Ja, da gehe ich in die Richtung, weil das wird dann wahrscheinlich auch unser Raketenspezialist später werden. Oder zumindest einer davon. Sarah hat jetzt für uns Athletikdesign, Kunstgrundlagen, Meisterwerke perfekt durchexerziert. Ich bräuchte einen Klempner. Ich bräuchte dringend einen Klempner. Hervorragend. Unsere Künstlerin und Klempnerin. was kannst du? Fortschrittliche Forschung. Okay. Apropos Forschung. Wir sind damit soweit durch. So. Ich will endlich die Landwirtschaft und alles nochmal zacken voranbringen.
Sehr gut. Oh, wir haben nicht mehr genug. Stimmt, wir haben zwei Betten zu wenig. Stimmt. Der Leucht... Huch, wir haben schon wieder jemanden. Rost. Ist halt nicht übersetzt. Das ist aus einer ganz aktuellen, ist ja aus der aktuellen Version. Das ist noch nicht übersetzt. Dementsprechend, ja. Aber wie gesagt, ich finde das sowieso, das ist ein Fanprojekt, dass das Ding übersetzt wird. Und ich finde das episch cool. Also, die haben sich so viel, da muss so viel Mühe drin stecken. Wenn ich davon ausgehe, dass anscheinend das Ganze ja nicht mal bezahlt anscheinend stattgefunden hat, da das ja als Workshop-Projekt stattfindet, wo man sich jetzt wieder darüber streiten kann, ne, ist das halt sinnvoll, dass es nur eine Fan-Übersetzung im Endeffekt gibt und dass Clay sozusagen das alles nur einer Fan-Übersetzung überlässt, dieses Spiel zu übersetzen. Ah, ja, kann man sich darüber streiten. Ich finde es halt mega, dass es das gibt. Aber man muss halt auch sagen, ne, es ist schon ein bisschen krass, dass sie gleich erstmal die Möglichkeit geben, dass man Language Packs übersetzen kann. Andererseits vor allem für viele kleinere Sprachen, wo eventuell auch nicht so viel Geld in den Ländern aufgrund ihrer Populationsgröße im Verhältnis eventuell auch noch mit der Bezahlung, also mit dem dahinterstehenden Geld steckt, verstehe ich, dass sie halt nicht jede Sprache anbieten. Dann ist es halt irgendwo cool, dass sie halt die Möglichkeit bieten, dass man es relativ leicht übersetzen kann. Ne? Muss man ja auch zugeben. Mundatmer, kleine Blase, Betreuer, Kreativität, Lernen. Brauchen wir eigentlich aktuell nicht. Dann nehme ich mal die Schmutzwurzel. Oder nehmen wir mal den Rost. Wir haben kein Rostbiom. Aber da kann ich vielleicht zwischendurch mal zeigen, was man damit machen kann. Lohnt sich halt kaum. Nicht bei 1000 Kilo Rost. Das bringt halt gar nichts. Also im Endeffekt kann man damit Sauerstoff produzieren. Bei der Sauerstoffproduktion gleichzeitig Eisen herstellen. Ich glaube sogar Eisen und nicht Eisenerz. Und Chlorgas wird dabei, glaube ich, auch noch hergestellt. Komm, wir nehmen das mal. Wir haben genug an Nahrung im Moment. So. Hast du jetzt schon mal ein bisschen was produziert? Nein, noch gar nichts. Wir haben allerdings auch keinen, der extra bedienen hat. Den bräuchten wir echt noch. Einen richtigen Bediener. Jemand, der richtig die Maschinen bedient. Da würde ich echt nochmal gerne einen haben mit einem hohen Skill. Das wäre cool. So, das hier ist soweit gut. Isoliertes Rohr. Das machen wir hier. Und hier. Dann eine Verbindung. Huch. Nach da. So. Das Ding. Und dann. So, wie mache ich. Moment, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wie habe ich das immer erstmal gemacht? Ach ja, ja, schon gut. Puh, jetzt war ich aber gerade. Ich will, dass da das Wasser reinläuft. Also theoretisch kann man jetzt auch sagen, hey, ich verbinde das Wasserrohr direkt hiermit. Dann läuft ja alles, solange hier Platz drin ist, hier rein. Und dann könnte ich ja das hier rumführen, ne? Und wieder nach unten, sozusagen, dass der als Überfluss. Aber tatsächlich habe ich das mal gemacht. Und dann ist mir auch klar geworden, warum das eine ganz doofe Idee ist. Und zwar ist der Punkt, dass, warum man das halt nicht so macht, ist, dass wenn ich das so baue, wie ich es jetzt mache, wartet mal, Eingang, Ausgang, ja, sehr gut, und isoliertes Rohr, so, das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel am Arbeiten ist und es kommt viel Wasser an, ja, viel verschmutztes Wasser, dann sammelt sich das in dem Rohr und wird dann nach und nach verarbeitet und wieder ins Rohr zurückgegeben. Wenn wir jetzt aber das nicht so machen, dann entsteht unter Umständen halt die Problematik, dass, ach Gott, das ist jetzt doof hier gerade. Wir haben hier die Doppelrohre. Wie kriegen wir jetzt das Rohr nach da unten? Ich könnte jetzt hier außen rumbauen, aber das wäre voll doof.
Wie machen wir das jetzt gerade am günstigsten? Machen wir das so rum. Und zwar ist dann die Problematik halt, so haben wir halt noch diesen Bereich, der halt gespeichert wird. Sonst wird alles Überschüssige sofort abgegeben. Ja? Sonst wird alles, was überschüssig gerade ankommt, sofort rausgespült. Und wenn halt sehr viel Wasser hier gerade verbraucht wird, auf einmal, dann wird sehr viel Wasser halt rausgegeben und nicht wieder zurückgeleitet. Und deshalb ist es halt sinnvoll, wenn man hier noch diesen Bereich hat, wo sich ein bisschen Wasser drin lagern kann, was dann nach und nach von der Maschine verarbeitet werden kann. Da sollte man tatsächlich ein bisschen drauf achten. So. Dann machen wir das so. Und hier eine Brücke rüber. Zack. Und dieses isolierte Rohr wird jetzt hier verbunden. So, sehr gut. Und können wir es wieder laufen lassen. So, hier nach unten. Und dann haben wir hier einen Auslauf. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, es gibt bestimmte Materialien, die eventuell noch besser geeignet sind, eigentlich, um zu verhindern, dass. Also, um die isolierten Materialien hier zu verwenden, ne? Dieses isolierte Rohr, was ich hier verwende. Zum Beispiel Magmatit oder so. Aber ehrlich gesagt, der Effekt scheint ziemlich gering zu sein. Und bei den Sachen, die jetzt sowieso hier irgendwie im Bereich von 30 Grad sind, ich glaube, da können wir getrost das so machen. Das ist, glaube ich, nicht so problematisch. So, wir brauchen hier oben noch Strom. Strömchen, da haben wir Strömchen. Oh, bietet sich ja hier an, mit ranzugehen, denke ich mal. Gott, unser Stromnetzwerk ist natürlich völlig überbelastet aktuell. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen jetzt erstmal ein zweites Hamsterrad hinstellen. So. Was war das jetzt? Lange Arbeitswege. Ja, kann ich mir vorstellen. Kolonie Achievement earned. Was haben wir denn eigentlich jetzt so bekommen? Wow. War ganz leise. Bed and Bars, das hatten wir ganz zu Anfang bekommen. So, das später in der Kolonie zu kriegen, wäre echt anstrengend geworden. Aber gleich am Anfang für alle ein Bett und eine Toilette zu haben, war halt voll easy, weil wir ja nur drei Sachen bauen mussten. Pay the bills. Use a duplicate skill points to buy out an entire branch of the skill tree. Achso, als wir dann im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass ja, die Leute halt alles gelernt haben in einem Bereich, hier zum Beispiel bis hierhin. Pay the bills. Okay. Gut. Bezahle deine Rechnung, finde ich dafür eine merkwürdige Formulierung, aber bitte? Ah, guck mal, er ist freiwillig nach unten gegangen. Hier oben hat er auch keinen verschmutzten Sauerstoff mehr. Von daher gar nicht so überraschend ja eigentlich, in gewisser Weise. Wir haben hier relativ schlecht Sauerstoff, muss man zugeben. Aber das geht. Wir brauchen da ja auch nicht so viel aktuell. Ja, hier müssen wir mal gucken, wie wir das dann umbauen, sodass wir den Bereich hier dann auch vernünftig nutzen. Ich würde ehrlich gesagt ungern das restliche Wasser noch mit verunreinigen mit Keimen. Also ich meine, es ist halt verschmutztes Wasser, aber es ist halt kein mit Keimen verunreinigtes Wasser. Aber wir können hier dann eventuell alles nach unten mal wegfallen lassen und dann hier den Bereich vielleicht zu einem richtigen Bassin machen oder so. Mal gucken. Da bietet sich ja Verschiedenes an. Also einerseits sind hier halt, ich freue mich sehr, dass wir Wasser haben, aber andererseits, man kann halt nicht einfach mal sagen, ich baue jetzt mal hier durch. Weil überall begegnet man Wasser. Das ist echt nervig. So, hier oben sind wir weitestgehend fertig. Die Dinger hier bekommen mal nur aufräumen, aber alles. Nur aufräumen, aber alles. Und sollen mal mit, na sagen wir mal, einer 6er-Priorität das hier mal aufräumen, damit die da nicht versuchen, dann später reinzukommen. So. Das Ding hier, hatte ich mich da richtig erinnert, dass der. Ne, der hat gar keine Markierung, wie viel er verträgt. Der hier meiner Meinung nach auch nicht, ne?
Der kann, glaube ich, auch alle Energie. Ne, maximal sichere war 2000. Okay, also ist gut, dass wir das Ding hier umgebaut haben. Das ist sinnvoll. So. Zack. Dann brauchen wir Sanitär, ein Rohr. Ja, ich habe leider kein Geysir gefunden, sonst würde ich... Ich habe das Ding falsch rumgebaut, ne? Ich habe das Ding falsch rumgebaut. Ich hasse es. Ich habe in einem Spiel bei mir... Oh! Ein Chlorgas-Schlot. Nicht unbedingt der sinnvollste Schlot, den wir haben können. Aber ey, Chlorgas in Unmengen zu haben, ist auch nicht das Schlechteste. Zumal... Man kann doch irgendwie hier... Es gibt bei denen, meiner Meinung nach, einen von denen, der atmet meiner Meinung nach Chlorgas und produziert dafür... Nee, der nicht. Der atmet Sauerstoff und produziert, wenn ich mich nicht irre, Oxylit. Genau. Und was ist der hier? Genau, der. Der atmet Chlorgas und produziert daraus Bleistein. Das ist nicht das Unnützlichste. Das heißt, der hat eine Chance auf den von 0,2%. Das ist ja schlecht. Kann ich das irgendwie erhöhen, diese Chance, wann der erscheint? Die Wahrscheinlichkeit wird erhöht, wenn das Tier eingesperrt ist mit einem Puftprinz. Das heißt... Wenn wir einen Puftprinz haben und einen Puft, dann haben wir eine höhere Chance, einen Blitzblank-Puft zu kriegen. Okay. Puftprinz haben wir eine hohe Chance, solange er nicht mit einem Puftprinz zusammen ist. Okay. Das heißt, wir bräuchten einfach einen möglichst großen Bereich, wo wir mehrere Pufts drin haben. Das heißt, wenn wir die beiden Pufts in einen Raum bringen können... Hätten wir Chancen, sowas zu kriegen? Das Einzige, was ich nicht weiß, wirklich gar keine Idee habe, wie ich diese blöden Puffs vernünftig von A nach B kriege, weil wir können die nicht fangen. Man fängt die irgendwie über so ein ja, Anlocken an oder so. Keine Ahnung wie. Vor allem, ich mag nicht diese Bereiche hier öffnen und das Ding bis da oben locken. Man könnte warten, bis sie Eier legen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Und dann schnappt man sich die Eier. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Dass man sich dann die Eier schnappt und die dann verwendet. Das könnte gut funktionieren. So. Ihr seid hier am Wegtransportieren. Das ist gut. Ich hatte gehofft, dass ich in dieser Folge hiermit fertig werde. Stattdessen habe ich fast unsere Toilette fertig, aber auch nicht ganz. Wir haben auch keinen Strom mehr. Achso, weil ich da eine 6er Priorität drauf gesetzt habe, ne? Beim Wegtragen. Ja, gut. Aber ich meine, unser Sauerstoffgehalt sieht ja gut aus. Wir haben 1000, ein 1000er Druck. Sobald wir den Druck wieder ein bisschen erhöhen, geht auch das Kohlenstoffdioxid wieder weiter nach unten. Sollte auch handelbar sein. Damit können wir dann auch leben. So. Wie sieht's... Oh, hier ist eine ganze Menge Wasser mittlerweile raus. Das heißt, wir können hier nochmal Wasser rüberschieben. Oh, das kriegen wir noch hin. Vielleicht kriegen wir, wir kriegen das noch hin, dass wir irgendwann doch die Wand hier sitzen haben. Das wäre perfekt. Das würde mir sehr gut gefallen. Dann könnte ich diesen Bereich hier irgendwie besser bebauen, finde ich. Ich meine, viel weiter kann ich dann auch nicht, weil ich dann ja in diesen Bereich wieder reinkomme, aber hey. Ich meine, andererseits, wir brauchen nicht viel Platz noch, ne? Wir haben hier einiges an freien Räumen. Mehr, als ich jetzt gerade eigentlich wahrgenommen hatte, aber ja, wir haben da noch einiges an Platz. Du bist hier fleißig am Bauen, ihr seid da oben fleißig am Tragen. Sehr gut. Der eine hat gerade so getan, als wäre er irgendwie in was reingetreten. Oh ja, da ist was. Tatsächlich. Ich habe das nur am Movement gesehen.
Aber, ach, guck mal, da ist ein ganz kleines Bläschen dreckiges Wasser irgendwie. Na gut. Na kommt. Okay. Für dieses Mal reicht's dann, denke ich mal, auch. Eine sonnige Verabschiedung. Oh Gott, eine 50-Minuten-Folge. Schon wieder. Hier müssen wir dann das nächste Mal in Ruhe gucken, welche Sachen wir da nehmen. Verbesserte Güte? Ja, das nehme ich. Jetzt aber eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns, so hoffe ich, zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und das nächste Mal werden wir dann auch auf jeden Fall mit unserer Sauerstoffanlage fertig und schieben hier das Wasser weiter rüber und gucken uns auch das hier an. Eigentlich wäre das natürlich auch cool als Energielieferant, den wir irgendwie mit ans Großnetz ranhängen müssten. Ja, da müssen wir auch gucken, wie wir unser Großnetz produzieren, dann verteilen. Na gut, jetzt wirklich. Ciao, euer Sunny.